Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Wie immer gegenüber von mir der wunderbare Salim Samatu. Und links von mir Alain Frey. Servus. Hey Marvin. So. Was haben wir noch für schöne Themen? Salim hat eben ein Thema gehabt, was er uns hier gezeigt hat, ein paar Sekunden bevor es gerade losging. Aber das können wir nicht reden. Hast du auch noch schöne Themen, wo keine Menschen zu Schaden gekommen sind? In der letzten Folge haben wir detailliert über die Siege der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gesprochen. Ich weiß nicht, ob du hast du noch was Schöneres, irgendwas fürs Herz? Ich habe eine Doku. Wenn du eine Doku hattest, es gibt eine neue Ali-Doku. Mohammed Ali. Noch eine neue? Ja, okay. Die ist ganz neu auf Arte und die beste bis jetzt, finde ich. Und die ist richtig gut. Zieht euch die rein. Aber ist doch das Übliche. Ihr habt gegen Rassismus gekämpft. Übliche, aber richtig cool erzählt, richtig geil gemacht. Also finde ich, die beste Doku von Ali ist richtig geil. Also für Leute, die jetzt sagen, ich habe noch nicht so viel über Ali geguckt, richtig geile Doku. Ganz neu rausgekommen. Perfekt zum Einstieg. Richtig geil gemacht. Ja, wirklich, super Doku. Geil. Macht richtig Spaß zum Gucken. Guck mal, das ist der einzige Mensch, wo du nichts Negatives finden kannst. Ich doch, natürlich. Frau betrogen andauernd. Ja, Tiger. Wenn du der größte Boxer aller Zeiten bist. Float like a butterfly, ja, sting like a bee. Ja. Doch, oder auch zum Beispiel, wie... You can hit what your eye can't see. wie Joe Frazier behandelt hat. Guck mal, er war ja schon so einer, der hat natürlich immer... Er war ja quasi McGregor zu der Zeit. Was ich meine? Er wusste ja, wie dieses Business funktioniert und hat seine Gegner halt verbal vor dem Kampf schon immer so angemacht und so. Also Joe Frazier, super netter Kerl eigentlich, der war ja Fan von Ali. Und der mochte ihn richtig gerne. Hat ihm sogar geholfen. Ja, und nachher hat ihn gehasst. So, weil er ihn so immer halt fertig gemacht hat. Onkel Tom, was auch immer. Gorilla. Ja, und einfach so, was ja auch nicht stimmte oder so. Weißt du, einfach so. Und da hatte schon auch seine schlechten Seiten. Jeder Mensch hat das doch. Nein, aber das hat er sogar begründet. Irgendwann saß er mit Joe Frazier dort und haben die gesagt, why do you call Joe Frazier all those names? Why do you call him a gorilla? Why do you call him an Uncle Tom? Und dann Muhammad Ali, you don't want to know why I do this? The garden is sold out, that's why. Und Joe Frazier auch so. Und dann Joe Frazier, why don't you do this? Und dann der Joe Frazier, der konnte ja wirklich nicht so gut reden. Ja, ja. Und dann der dann... So, voll der nette Kerl eigentlich. Der war mega. Aber es ist halt, guck mal, deiner ist halt so, wie du eben unbewaffnet in einen Kampf gehst. Der eine war halt voll bewaffnet, der andere konnte ja nichts. Das hat mir richtig leid, Joe Frazier. Der war wirklich traurig. Vor allem, wo er von Foreman verdroschen wurde. Fuck these nuts, George Foreman. Wo ich mich auch gefragt habe, George Foreman ist so eloquent, das war auch bis zum heutigen Tag, das ist noch der Stolz der deutschen Nation, Alter. Wo Axel Schulz 1998 da fast Weltmeister gegen George Foreman gewesen ist. Ja, aber gegen einen, wie alt war der da? 52? 63. Guck mal, das finde ich so eine Sache. Ich weiß, es wird heute immer noch so geredet, Axel Schulz hätte fast wäre Weltmeister geworden. Ja, aber come on. George Foreman in seiner Prime. Ey, zwei Runden. Höchstens. Wie alt war der bei Axel Schulz? 52. Und Axel Schulz 19 oder sowas. Der war, glaube ich, 25. Der war so best Dings. Ey, best, zwei Runden. Beste Chance. Zwei Runden George Foreman in seiner Prime. Der Kampf Ali gegen George Foreman, da irgendwo in Afrika. Boah. Ey, der war ein Biest, Mann. Der Typ war ein Killer. Deswegen, komm. Ey, Axel Schulz, sicher ein netter Kerl. Nein, zwei Runden, tschüss. Tschüss. Aber dafür macht er guten Instagram-Content, Axel. Wirklich? Ja. Schöne Werbung. Er ist sicher ein netter Kerl. Aber ich finde das immer so geil, wenn man sagt so, ey, und ich hätte es fast geschafft. Ja, der Typ war 52. Ich hätte es auch fast geschafft. Come on. Ich hätte es auch fast geschafft. Jeder hätte es fast geschafft. Mit 52. Jeder hätte es fast geschafft. Und er war auch nicht so 52 wie Keanu Reeves 52. Nein, genau. Du hast es schon gesehen. Ich meine, er hatte schon lange keine Haare mehr. So der erste Anzeichen. Aber bisschen, 200 Kilo. Ja, guck mal, der war, ist ja richtig. Er sagt auch so, ja, er hat mir so erzählt, ja, der Typ hat noch 20 Kilo zugelegt. Und er erzählt so, als wäre es Muskelmasse. Nee, der ist fetter geworden. Er sagt, ey, der in seiner Prime, George Foreman in seinem Prime, ich hätte so Schiss gehabt. Das haben mir auch alle gesagt. Alle haben zu alle gesagt, hey, bist du wahnsinnig? Hast du den gesehen? Der Typ ist riesig, der macht dich fertig. Und der war ja ein Killer. Ich schwöre, der war genauso groß wie Ali. Der war größer? Nein, genau gleich. Ja? Ja, 1,90, aber ey. 1,90. Genau, aber eben. Muss er immer so groß sein wie Ali. Das Ali ist groß, das weißt du? War auch groß, ja. Und George Foreman war ein Killer damals. Und dann kommt Axel Schulz, er ist 52. Ich hab's fast geschafft. Weißt du, wie der Muhammad Ali den Dings nannte? Den Foreman? Der hat ihn ja auch genauso gedisst, hin, die ganze Zeit. Der so, I call George Foreman the mummy. He fights like a mummy. Yeah. His arms like this. His arms like this. A mummy can't beat me. The eye can't hit what your eye can't see. Tick, das ist so legendär. Ich guck die Aber ich sag dir eins, das ist wirklich eine gute Doku. Ich sag dir eins, der hatte Schiss vor diesem Kampf. Ja, da hat er wirklich Schiss. Das hat auch sein Trainer und so gesagt. Ja, ja. Bis er dann auf die Idee. Aber dann, wenn du den Kampf siehst. Ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, deswegen ist diese Doku auch gut. Ich habe immer gedacht, so, okay, der hat nur diesen
Pseudotrick, dass er halt wirklich gewartet hat. Nee, aber hat auch einfach gut geboxt, die ganze Zeit. Der ganze Kampf. Überlegen. Hatte genau, technisch super geboxt und so. Also, der Typ ist schon krass. Guck dich das wirklich an. Foreman gegen Muhammad Ali. Das ganze Video ist jetzt auf YouTube, hat so 200 Millionen Aufrufe. Also, wenn man bedenkt, also, wenn du das alles außen vor lässt, du nur den Kampf guckst, dieses Ganze, nichts darüber weißt, du würdest denken, George Foreman wird der letzte Amateur. Ja, ja, also, macht's echt gut. Ja. Komplett verdrückt. Und darfst nicht vergessen, vorher hat Joe Frazier gegen Ali gekämpft, ja? Und das war ein super harter Kampf. 15 Runden und super knapp für Ali, ja? Und Ali lag auf dem Boden. Ja, ja, und super knapp. George Foreman hat in der ersten Runde oder in der zweiten Runde Joe Frazier K.O. geschlagen. Achtmal. Achtmal zu Boden. Ey, aber richtig. Er lag nur auf dem Boden und wieder hoch. Einfach wirklich so. Aber gar, wenn du das guckst, denkst du auch so, ey, was macht dieser Joe Frazier? Vor allem das Witzige ist, er lag in der ersten Runde 6-mal auf dem Boden und in der zweiten Runde nochmal 3-mal. Das heißt, was hat der Trainer dem Joe Frazier in der Ringpause gesagt? Hier, jetzt ab, jetzt kannst du noch aufwärts gehen. Du warst 6-mal auf dem Boden. Warte, was? Mehr auf dem Boden als in der Luft. Schon, Bruder. Ja, aber ist doof, wenn du sie nicht geguckt hast, darüber zu reden. Aber guck dir, ey, wirklich, ich guck mir diese Doku, an, ey, die Doku ist echt Hammer. Wirklich, das ist ja die beste Alte Doku, die ich gesehen habe. Joe Frazier Trainer. Könntest du es machen in der nächsten Runde, dass du nur 5-mal auf den Boden gehst? Das wäre schon ein Fortschritt. Schau, du schaffst das, Tiger, Köpfchen. Hier ist der Mundschutz. Nein, das sollst du nicht in deinen Popo stecken. Mund. Guck mal, warum kommen diese Vergleiche auf einmal? Ja, weil der komplett am Ende war. Aber das ist für unsere Hörer wahrscheinlich eher was als diese Boxrunde, weißt du? Von daher, mach einfach weiter mit dem Popo. Nein, das ist wirklich nicht gut, Alter. Wenn er nicht aus dem Vorstieg kommt, er mir vor wie so ein Kind, was mit dem Lolli geklaut hat. Dann guckt er immer so traurig. Der überlegt die ganze Zeit, wie er sein Fußballwissen da rein sneaken kann. Das ist echt so, Alter. Ist wirklich der so. Komm, wir reden mal über Fußball. Wir reden eigentlich nie über Fußball. Nie. Außer über Cristiano Ronaldo, weil dann kriegst du wieder den harten. Ey, ist der eigentlich geimpft? Ich habe sein ganzes Instagram durchgestalkt, sein Internet. Googelt mal bitte alle eure Google-Maschinerien, alle, die den Podcast hören. Findet mal, ob Cristiano Ronaldo so ein Selfie gemacht hat in der Impfung. Warum soll er ein Selfie machen? Hast du ein Selfie gemacht? Nein, aber auch in seinem Club, in dem er spielt. Ja. Es gibt ja verschiedene Fußballclubs, wo der geimpft sein muss. Wie zum Beispiel hier dieser, wie ist der Johnson bei uns in Deutschland, der richtig Uppercuts kassiert. Ja, Josu Kimmich. Kimmich. Genau. Aber Cristiano Ronaldo, ich gucke den jeden Tag an seit 3 Jahren. Und ich sehe den nur in der Sauna. Jeden Tag den Content von Cristiano an. Jeden Tag. Ja, also ich glaube, vielleicht entdecke ich sowas Neues bei ihm. Weil ich sehe ihn immer nur, wie er in der Sauna ist. Ey, nein, guck mal. Du guckst aber irgendwelche Nutrition im Hintergrund. Weil du willst jetzt ja, wieder. Ich zoom so ran. So. Du willst jetzt hier wieder so Impfung, so Sachen. Ja, aber guck mal, ja. dann ist ja Ronaldo gar nicht witzig. Warum? Djokovic ist witzig. Djokovic, ja, Alter. Das ist witzig. Wer ist das? Hey, wo lebst du manchmal? Nummer 1 Tennisspieler der Welt. Tennisspieler? Nummer 1. Bester Tennisspieler der Welt. Ist das Boxer aus den 80ern? Nee, Roger ist schon ein bisschen älter. Der ist jetzt Rang Roger Federer ist 10 oder so. Der ist so alt. Der Typ ist. Rang 10 ist eine Lusche. Der ist 40. Federer und Nadal haben Ewigkeiten dominiert, sich abgewechselt und so. Aber dieser Djokovic klatscht seit ein paar Jahren die schon so. Djokovic ist auf 1. 1. Jetzt will der Australien. Ist Australien Open. Will einfliegen. Dann. Dokumente. Wie, stimmen nicht und so. Wie, wo bist du denn, warum nicht geimpft und so? Werbe, ne? Festgehalten worden jetzt. Und jetzt, gestern oder vorgestern, dann war Rechtsstreit. Sein Vater dreht am Rad. Macht so Demos in Serbien, ja, ist das, ne? Sagt so, mein Sohn ist wie Jesus und so, macht so das Ding. Und gestern. Literally der bekannteste Mensch aus seinem Heimatland. Ja, ja. Nummer 1 Tennisspieler der Welt, der ist in Serbien, ist der ist so Lothar Matthäus von Serbien. Muss ausreißen. Darf nicht spielen. Weil Djokovic wollte sich nie impfen lassen. Hat auch gesagt, ich lasse mich nicht impfen. Und dann hat er gesagt, ja, aber Leute, ich bin doch genesen. Und hat das gezeigt, an welchem Datum er das gehabt hat. Guck doch da, an dem Datum bin ich genesen. Und an dem Datum, wo er nicht genesen, sondern er zeigt genesen Zertifikat. Also er zeigt einfach, wo der Test war. Hatte. Und ja. An dem Datum, wo er positiv getestet wurde, sieht man so, wie er so eine Grundschule eröffnet, ohne Maske oder so. Er sagt so, guck sie mal das an. Und ich so, ja, aber guck sie mal das Foto von Medin mit den Kindern an. Das war richtig. Gibt so Kindern so einen Kurs, weißt du? Seht ihr diese Kindergruppe? Die und gibt's das nicht mehr. Ist, aber ich war so lustig, da hat er gesagt, ja, da wusste er es noch nicht. Hat dann so gesagt, ja, und dann, ja, bis ich war doch am anderen Tag, wusste ich es? Ja, da wusste ich es. Ja, da war es ja beim Interview. Ja, aber da hatte ich ja Abstand und die Maske hatte ich ja in der Jackentasche. Meistens, ich hatte sie dabei, das war so richtig. Es sind einfach, guck mal, unterm Strich, er, aber auch seine Family, das sind alles Corona-Leugner, weil die sich auch geäußert haben. Das sind Corona-Leugner, die sind Impfverweigerer. Ganz ehrlich, ich sage ja auch so, ey, Bruder, du musst sie nicht impfen lassen, ja, aber du kannst da nicht erwarten, die sind voll sauer auf Australien. Ey, die machen doch nur ihren Job. Ja, aber es ist in vielen dieser osteuropäischen Länder ist ja die Impfquote so niedrig, weil die Angst haben, unfruchtbar zu werden. Deswegen lassen sie sich nicht impfen. Also das ist der Grund, warum viele da ungeimpft sind in den ganzen Ländern. Okay. Ja.
wird so eine richtige Gegenkampagne gemacht, so wie die bei uns querdenkermäßig sind, sagen die da, nein, ihr werdet unfruchtbar, ihr müsst euch fortpflanzen und deswegen, das ist quasi deren Main-Argument. Das ist deren Main-Argument, sich nicht impfen zu lassen, dass sie Angst haben, infiziert zu werden. Deswegen scheiße, Cristiano Ronaldo, ja, das ist eine krasse aber Geschichte. Sowas würde ich, guck mal, wenn der Berkovic oder hier. Berkovic, Novak Djokovic, der Nummer 1 Tennisspieler der Welt. Berkovic ist schon geil. Der ist wirklich Cristiano Ronaldo von Tennis. Guck mal, wenn Melkovic oder Djokovic. Cristiano Ronaldo. Das ist wie ein kleines Kind, das macht das extra. Ja, ja. Da wird jetzt immer schlimmer, der Name. Guck mal, wenn die. Jetzt bin ich gespannt, was der nächste Name ist. Also, guck mal, wie heißt der? Die. Guck mal, jeder, der keinen Bock hat, sich zu impfen, macht es ja meistens. Mein Körper ist ein Dempel, das und das. Aber ich sehe immer nur so schweineschwarten Willis, die sagen, Schädner, das ist komplett gesund. Bro, du lebst nur noch 3 Tage. Ich will nicht dein Selfie sehen. Ja, so ein verfötterter Typ. Hast du den Chef von Stiko gesehen? Bro, ich kann nicht aufhören über den Zeug. Von der Ständigen Impfkommission oder was? Ey, sorry an alle Leute. Sorry an allen Leuten, die bei mir im Programm waren die letzten 4 oder 5 Wochen. Die Hälfte davon ging nur über diesen Typen. Mein ganzes Programm ist nur dieser Typ, wie ich in Rollstar. Der Chef von der Ständigen Information, den meinst du, ne? Ich roast den. Der ist einfach geboren zum Roast. Guck mal, ja, hast du den gesehen, der Chef von der Ständigen Information? Ja, ich glaube, ich habe ein Bild vor Augen, ne? Hast du den? Bisschen dicker, korpulenter. Bisschen? Würdest du wünschen, George Foreman mit 58 sieht besser aus als der. Der ist der Stiko-Boss und der gibt immer so Tipps, so Gesundheitstipps. Der ist auch, ja, also ich hab's. Das finde ich immer am geilsten, wenn Leute so Videos machen aus der Intensivstation. Kennst du das manchmal? Es gab ja viele prominente Fälle. Aber die, aber die sagen dann immer, dass die geimpft sind. Weißt du, was ich meine? Die machen so, Leute, es ist sehr schlimm hier. Leute, lasst euch impfen. Aber der Typ ist auch geimpft. Das ist doch die schlimmste Werbung, die du machen kannst. Weißt du, was ich meine? Das ist doch die schlimmste. Ich weiß gar nicht, wer den ins Hirn geschissen hat. Also ich finde dafür, dass der 71 ist, der gar nicht so korpulent. Also das geht noch. Der ist einfach ein alter Mann. Das sieht mal halt aus mit 71. Guck mal, wenn den Omikron noch nicht gekriegt hat, wie gefährlich kann das sein? Mann. Ich glaube, jeder zweite oder dritte hat halt. Ja, aber das ist ja das Ding, genau. Er ist ja die gefährdete Gruppe. Das ist ja das Ding. Aber du weißt ja auch nicht, dass er stirbt. Nein, Alter, komm doch auf jetzt. Nein, nein, ich meine natürlich nicht. Das war ein Nein. Was hast du denn da rausgehört? Überleg so. Ich kenne den Bruder nicht. Er ist eh verfettet. Was tut er noch für die Menschheit? Komm. Er macht viel für die Menschheit. Er ist Vorsitzender der Ständigen Impfkommission. Guter Typ. Tut uns aber leid, dass wir nicht geredet haben. Aber das müssen die Leute echt aufhören zu machen, Alter. Wenn ihr wirklich geimpft seid und macht keine Livestreams aus der Intensivstation, Alter. Das ist voll witzig, die ne? Die schlimmste Werbung aller Zeiten. Leute, lasst euch impfen. Ich bin auch geimpft 4-mal und geboostert. Ja, Bro, warum gibst du mir diesen Werbespot? Das ist doch dieses, ach so, also nicht, danke. Kannst die Johnson-Johnson-Spritze zurückhaben. Das check ich nicht. Das ja, aber es ist aber ja Fakt, dass von den schweren Verläufen über 80% Ungeimpfte sind. Ja, aber ich habe noch nie einen Livestream sehen. Ah, Leute, ich bin ungeimpft. Die Ungeimpften, ja, weil die sich schämen, dass sie ungeimpft mit Corona da liegen, weil sie die ganze Zeit, ey, ich krieg nichts, lass mich impfen. Und dann liegen sie da und kriegen. Wie oft siehst du Livestreams von Leuten geimpft? Halb am Verrecken sind in der Man sieht oft Stories und so, ja. Nonstop. Ich guck mir das an, wirklich so mit Herz. Ich denk so, ah, okay, wenn dann, ich konnte das nicht mal zusammenreimen, bis ich das mal verstanden habe. Ich dachte, das wäre ein Ungeimpfter, der jetzt sagt, lass dich impfen, ich wurde eines Besseren belehrt. Weißt du, so wie die Leute im Knast, kurz vor der Todesspritze, Kinder, passt in der Schule auf. Zack. Aber der Typ sitzt dort. Das hat irgendeiner jemals gesagt. Ja. Kinder, passt in der Schule auf. Ja, damit ihr nicht so endet wie ich. Wessen letzte Worte waren das? Ted Bundy war das, glaube ich. Auf jeden Fall. Und der Typ dann, hey Leute, es ist so schwer, ich kann kaum noch atmen. Ich bin 3-mal geimpft mit Booster. Deswegen lasst euch impfen. Bro. Das ist, du hast einen Unfall mit einem Smart, bist querschnittsgelähmt. Hey Leute, holt euch einen Smart. Bro, bist querschnittsgelähmt. Aber was witzig ist, das gibt es schon auch von Ungeimpften. Aber die sind immer noch so, nein, lasst euch nicht impfen. Ah, okay. Kennst du die? Nein. Der war auch so ein krasser Fall, wo er begleitet wurde. Und der hat auch die ganze Zeit gesagt, so, ja, ich gehe trotzdem noch weiter an Corona-Demos und so. Der ist dann gestorben. Aber guck mal, das ist schon, wenigstens hat er es durchgezogen. Weißt du, was ich meine? Das ist so, du bist ein Fan bis zum Ende. Weißt du, was ja, ich meine? Das ist schon du bist hart auch bei idiotisch, DMX. Wenn du es dann endlich besser bewiesen kriegst und dann trotzdem weiter. Nein, guck, das sind wie die Fans, die bei DMX, als auf Heroin sein letztes Konzert gegeben hat. Du wusstest nicht, dass ich der alte DMX. Weißt du, was ich meine? Dieser Turbo Make Me Lose My Mind. Der auf Heroin war. Und sein letztes Konzert war ja nur noch so Playback, wie diese Red Hot Chili Peppers, die so hart am Ende sind. Und die Fans, die da hingegangen sind, das waren richtige DMX-Fans. Weißt du, was ich meine? Weil die mussten sich das Elend angucken und waren trotzdem so. Ey, da habe ich auch eine Mini-Story und die geht noch zum Boxen. Yeah. Kennst du den letzten Rocky-Film? Da hat so ein junger Typ hat diesen Schützling von Rocky gespielt.
Kennst du Rocky-Filme? Ich kenne alles. Rocky 5 meinst du? Im Film hieß er Tommy Gunn und im Echten hieß er Tommy Morrison. Genau, genau. Schwergewichtsboxer gegen Foreman gewonnen hat. Ja, der war, war der gegen Foreman? Ja, hat er gewonnen sogar, ja. Genau, der sollte gegen Mike Tyson irgendwann kämpfen. Zum Glück hat es nie passiert, also es wäre hart verdroschen. Ja, ja, genau, der kann nicht so viel. Nein. Aber der Typ hat HIV bekommen. Hat aber bis zum Schluss gesagt, das ist eine Erfindung von der Regierung. Siehst du? Ist, also er hat HIV geleugnet, oder was? Und ist vor ein paar Jahren gestorben an Überraschung HIV. Also an AIDS dann. Guck mal, das aber bewundere wie kann man denn ich. Was leugnen, was es gibt? Guck mal, du kannst nur Sachen leugnen, die es gibt. Das ist das Prinzip von Leugnen. Nee, du könntest auch Sachen leugnen. Ich leugne Aliens. Nee, stimmt nicht. Du könntest auch Sachen leugnen, wo jemand sagt, die gibt es, die es wirklich nicht gibt. Weißt du? Ja, dann ist es kein Leugnen. Natürlich. Sagen wir mal beispielsweise, die Regierung erfindet jetzt so ein Hasenfilet-Virus und du weißt, das gibt es nicht, aber alle 90 Millionen glauben daran, dass es das gibt und du leugnest nein, das dann, Einzige. Ja, dann giltst du auch als Leugner. Aber ja, dann hast du halt recht. Ja, dann giltst du als Leugner, aber du leugnest ja nicht. Ich weiß ja, Quatsch. Du kannst ja nichts leugnen, was da ist. Ja, schon. Du kannst ja den Tyrannosaurus Rex nicht leugnen. Leute denken ja, dass es das nicht gibt. Verstehst du? Die leugnen ja mit dem gleichen Ding, wie ich dieses Hasenfilet-Ding leugnen würde. Die glauben ja wirklich, dass es von der Regierung erfunden ist. Verstehst du? Nein. Ich auch nicht. Mal leugnen ist doch, ach, Digga, die verarschen macht gar keinen Sinn. Du verarschst uns wieder hardcore. Der Deutsche wieder verarscht uns wieder. Der verarscht sie von Anzeigen. Lass mich so reinlaufen. Diese Bergovic hier. Ich zurückfragen an diesen Bergovic. Digga, ich bin auch der letzte Serbe. Aber dieser Bergovic, sei mal ehrlich, Alter, guck mal. Ja. Ich kenne das schon. Er und Cristiano Ronaldo. Musst du überlegen? Nein, ich weiß, was du sagen willst. Und ich, ich verstehe das, schon. Dass man es nachvollziehen kann. Ja, was oder? Du sagen natürlich. Willst, ist vollkommen offensichtlich. Guck mal. Yeah. Guck mal. Worüber wir reden, was ist Impfung? Impfung ist ein Schutz. So, das heißt, wenn du einen Kakerlakenflügel als Schutzschild hast und du musst dich vor einer Kugel schützen, dann solltest du den anderen ein Schutzschild besorgen, vielleicht ein Schutzschild aus Holz. Für dich ist der Schutzschild aus Holz ein Upgrade, weil jetzt hast du einen Kakerlakenflügel. Zack, du bist direkt tot. Ja, für den ist mit Holz. Gut, ja. So, aber wenn du einen fucking Schutzschild... Das war jetzt übrigens der Chef von Stiko mit dem Kakerlakenflügel. Ne? Der hat einen Kakerlakenflügel. Fett, alt, Parkinson. Get that Voll shield. Willst du wissen, dass der fucking Typ Parkinson hat? Ticker, ich hab's gesehen, Alter. Das ist Katastrophe, der Typ. Kannst Leuten nicht einfach Krankheiten andichten? Auf jeden Fall. Wenn du aber ein Schild aus Vibranium hast, von Wakanda, wo Kugeln vorbeigehen, so ein M&M, dann solltest du nicht dein Schild mit und deinem ja, Holzding eintauschen. Du hast ja nicht vergessen, bevor du dieses Kakerlakenschild hast, ja, musst du ja ein Stück von der Kakerlake essen. Du musst ja zuerst quasi dich selber ein bisschen schwächen, damit du wieder stärker wirst. Das ist ja das Problem. Sonst ist ja egal, wenn du noch ein Schild zusätzlich hast. Aber du musst dich erst ein bisschen, und dann... Genau. Nee, aber du musst den Schild eintauschen. Das ist schon wichtig. Man muss ihn schon umtauschen. Man muss ihn den umtauschen. Weil sonst ist der Holz ja immer ein Bonus. Ja, sonst aber, macht die Analogie aber, ja, aber nee, weil aber Cristiano Ronaldo, auch wenn er sich geimpft hat, du nimmst ihm ja dann nicht seine ganzen krassen Sachen weg. Aber du hältst doch den Schutzschild mit einer Hand. Nee, guck mal, er macht einfach, ja klar, aber wenn Cristiano sich impfen das lässt. Das schwächt ihn ja nicht. Das schwächt ihn nicht. Am Anfang ein bisschen. Aber danach kriegst du quasi einfach so... Noch eine Holzschicht vor Zitanium. Ja, du hast einfach ein unnötiges Schild dazu. Er bräuchte das weißt nicht. Weißt du was? Nee, das ist so. Es wäre so, bei seinem Schild, so ein Kind malt noch was drauf. Mal was drauf. Das ist. Wenn wir nur so Dekorationen. Ja. So Interior Design. Beim Cristiano Ronaldo. Aber selbst, guck mal, nee, selbst das, weil ich weiß, es ist lustig, aber auch selbst da müssen wir ehrlich sein, es ist nicht so. Kimmich, ja? War nicht geimpft, hat er den Scheiß bekommen. Und was ist dann passiert? Hier, Wasser in Lungen und so. Hat er Wasser in Lungen? Ja, der war ist im Moment, wie lange ist er ausgefallen? Ein Monat. Fuck these nuts. Also, und guck mal, der ist fit. Der ist wirklich fit. Deswegen muss man sagen, wir machen immer gerne Witze drüber. Guck mal, ich habe wirklich eine krasse Story vom Typen, den ihr eigentlich auch alle kennt, und das wissen ganz wenige, ist die Mutter gestorben jetzt an Corona. Ja. Will er nicht, dass man das wisst? Nee. Hat er gar nicht. Ist ja auch wurscht, wer das ja, ist. Ja, ist auch egal. Aber das ist schon, weißt du, wir machen immer hier so Witze drüber und so. Ja, klar ist die Mutter älter. Mein Vater ist ja auch fast gestorben. Mein Vater auch. Klar ist sie über 60. Aber mein Vater war auch fast, aber der hat den Alpha, den König, persönlich gehabt, das Original. Ey, da hatten wir aber auch alle Schiss, Alter, wo wir deinen Vater gehört haben. Ja, das muss man mal vorstellen. Wir nehmen das auch alle witzig und so. Und klar werden wir uns keine Sorgen machen müssen. Aber da ist ein Typ in unserem Alter, der einfach seine Mutter nicht mehr hat. Wow. Muss einfach mal überlegen. Und da gibt es ja ganz viele da draußen, 100.000 dran gestorben. Deswegen, also, haben wir nicht mal 1 Million weltweit? In Deutschland, ich rede nur von Deutschland. Ach so, ich dachte schon, Alter. Deutschland sind wir, weltweit sind wir schon weit. Deswegen, also, weißt du, ich meine, klar. Und deswegen sollte sich auch
auch ein Ronaldo schon allein aus, ich meine, der wirft vielleicht auch Gimpf, hat auch ein Djokovic, auch aus einfach so als Vorbild. Selbst Omikron wird welche töten, auch wenn wir Omikron haben. Omikron hat bis jetzt einen Typen getötet, der aber vom Hai gefressen wurde. Also, Kimmich haben die alle so zerstört, sind alle auf den drauf. Ich verstehe schon, dass das übertrieben war, dass sie alle auf den drauf sind. Aber bei ihm war das... Ich schwöre, Omikron ist wie ein Furz. Ich schwöre. Ich stelle mir gerade vor, wie dieser Omikron-Patient. Er ist an Omikron gestorben. Siehst du so einen Hai, der so in die Kamera winkt mit seiner Flosse. Yes, it was Omikron, Bruder. Du siehst noch die Flosse aus dem Wasser kommen mit so BioNTech-Logo drauf, das war's. Köstlich. Aber man hört gar nichts mehr von Alpha. Wir haben oben schon drüber geredet. Es wirkt immer so, diese neuen Varianten sind wie so Schichtwechsel bei McDonald's. So, Alpha war die ganze Zeit hier, der so, danke Alpha, da ist die Tür. Delta. Ja, aber was ist mit Beta und Gamma? Es gab doch noch mehr Buchstaben bis Delta. Was ist mit den beiden passiert? Haben die einfach gechillt, oder was? Du weißt, es gibt ja Delta, aber das Alphabet ist ja Alpha, Beta, Gamma. Ich glaube schon, dass die irgendwann verdrängt werden. Ja, aber wie schnell ging das? Wir haben ja direkt von Delta erfahren. Was ist mit Beta und Gamma? Naja, wahrscheinlich, weil Delta dann die vierte ist und die vorher hat einen anderen Namen, weißt du? Wenn das so ist, will ich, dass du tatsächlich dann nichts mehr davon hörst. Vorbei, die sagen, okay, Jungs, wir sind raus, der ist der neue im Blog. Ich meine, Delta ist also, guck mal, als das kam, war es ja die Schlimmste. Und jetzt ist schon so, who cares? Verpiss dich, Alter, Omikron ist in der Haus. Ich verstehe gar nicht, sind die Viren wie so, es darf nur einer sein. Oder ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert. Ich meine, guck mal, selbst Viren sind... Die eine verdrängt die andere Variante, ja, weil die Viren wollen ja... Glaubt ihr, das ist wie mit dem iPhone, dass wenn du jetzt dich mit der Alpha-Variante ansteckst, die anderen so sagen, Alpha? Richtig spät zur Party. Was bist du denn für ein Opa? Ja, aber guck mal, Viren... Hast du ein Nokia oder was? Viren wollen ja überleben. Bessere Kamera, das macht gar keinen Sinn. Als guck mal, Viren wollen ja überleben. Die wollen ja, dass der Körper überlebt, ja? Das, sonst, die wollen sie ja nicht selber killen. Die wollen den Wirt hochleveln. Das heißt, wenn die quasi weniger gefährlich sind, setzt sich die Variante auch durch deswegen. Weil der Virus ja will, dass er da drin überlebt. Das ist domestiziert, weißt du? Der Virus domestiziert uns so wie wir Gemüse. Ja. Meinst du, das ist bald Corona unser Haustier wird? Der ist ja schon in uns drin. Wirt-Parasit-Prinzip. Wenn der Wirt, wenn der Parasit den Wirt tötet, hat er ja nichts davon. Macht ja Sinn, sich zu etablieren. Und dann bleibt lieber für immer so eine Omikron oder dann so eine ZY-Kron. Bleibt für immer wahrscheinlich, aber die ist nicht mehr so tödlich. Weißt du? Verstehe, was du meinst. Dass dann irgendwann wie so ein kleiner Begleiter an deiner Schulter immer ist. Ja. Der immer da ist. Wie so Pikachu im alten Pokémon, die ein bisschen streicheln. Ja. Du hast immer schaffst so einen Pokémon vielleicht nicht jetzt. Nicht immer, aber ab und zu. Ja, wo kommt das jetzt auf einmal wieder her? Tut ja keinem was, ein bisschen Donnerschock. Pokémon geht immer. Aber hat der Serbe schon mal diese beiden Schweizer weggeklatscht, Nadal und Federer? Ja, natürlich. Hat der beide weggeklatscht? War so jämmerlich oder wenigstens knapp? Ja, also guck mal, der hat sich krasse Duelle geliefert mit allen. Aber das Ding ist halt auch, er ist der Jüngste von denen. Oh ja, okay. Aber nicht viel jünger, ne? Aber doch schon eigentlich. Aber guck mal, Federer, der ist fucking 40. Der wird jetzt 41 dieses Jahr. Ronaldo? Ich glaube 36. Ich meine, der ist einfach so, Federer ist weit drüber und Nadal ist auch drüber. Letztes Jahr hatte Djokovic zum ersten Mal Nadal auf Sand im French Open besiegt. Und das sage ich einfach so, das würde nicht passieren vor ein paar Jahren. Auf Sand? Ja. Wie dotzen da der Ball dann auf? Aber so, ich habe das auch gesagt, weil Sand, das klingt für dich nicht so beeindruckend, weil du nicht so Tennis guckst. Nadal auf Sand hat 13 Mal nacheinander French Open gewonnen. Nadal ist auf Sand unmöglich zu besiegen. Aber ich meine, der Tennisball geht doch auf den Boden und flutscht darüber. Wie kann er im Sand flutschen? Ja, ist ja kein so Sand, wie du dir das vorstellst. Ja, es ist nicht in der Sahara. Es ich stelle das vor wie hör so mal zu, Rommel, Beach, ja. Wie so Beachvolleyball, weißt du? Er denkt so Beachvolleyball-mäßig. Ja, was heißt denn auf Sand? Ja, das ist einfach so ein bisschen Sand drüber. Warum Asche. Macht man das damit der ausrutscht? Also zum Beispiel bei ganz uns. Andere Bewegungen. Ja. Also, ich spiele super gerne auf Sand. Wie kommt da noch so eine Kacke? Hey, warte mal. Alter, bei uns diese, warte mal kurz. Wie Basketball diese Murmeln aus Amateur-Tennisverein. Jeder Amateur-Tennisverein. Ist da auf Murmeln bin ich unbesiegt. Nur Profis spielen auf so krassen Plätzen. Wir Amateure, ich habe ja auch Tennis immer gespielt, bei uns im Saarland oder jeder Platz hier, es sind eigentlich nur in der Regel Sandplätze. Guck mal, niemand von uns hat jemals auf Rasen gespielt. Nee. Das wird nicht passieren. Es ist andersrum. Im Fernsehen, die Profis spielen auf Rasen, aber wir spielen auf Roy oder auf irgendwelchem anderen Belägen, irgendein Kunststoffshit. Wir spielen aber wir auf Sand. Wer spielt denn Tennis auf Rasen, Alter? Tennis spielt man doch auf Rasen. Wimbledon zum Beispiel. Willst du mir sagen, dass der Ball auf Gras aufdotzt? Ja, und das Witzige ist, guck mal, Federer zum Beispiel ist, ich würde schon sagen, Oldtime der beste Rasenspieler. Die werden so unterteilt, weißt du, wo sie am besten sind. Und deswegen auf die French Open, ja, die konnte Federer nur einmal gewinnen, weil Nadal früh rausgeflogen ist, da war er nicht so gut drauf. Dann hat er die French Open gewonnen. Sonst, Nadal hat die alle weggeklatscht. Weißt du, welchen Tennisfilm ich geguckt habe? Diesen neuen mit Serena Williams, mit Will Smith in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon gesehen hast.
Um was geht's da? Der ist der Will Smith. Es geht um Serena Williams und diese und ihre Schwester, andere Williams, ne? Und Will Smith ist der Vater. Der will so zeigen, wie schwer es für die zwei schwarzen Töchter war, sich in der Tennisszene durchzusetzen, ne? Und es sollte eigentlich so eine Underdog-Story sein, ne? Und dann auf einmal gucke ich das, ich habe ja gar keine Ahnung von Tennis, ne? Null. Aber Tennis, sind wir mal ehrlich, ist nicht wirklich ein diverser Sport, ne? Es sind ja eigentlich nur Whiteys, die so hin und her klatschen. Ist halt ein privilegierter Sport. Whiteys. Aber nicht mehr so wie früher. Nee, ist mittlerweile bezahlbarer so, aber es, ja. Wir reden jetzt von 20 Jahre zurück, da wo Serena Williams und so angefangen haben. Whiteys, ne? Und dann war diese Botschaft von Phil, da habe ich nur Serena Williams gesehen, wie sie so ein Interview gibt. Und dann die dann so, ja, es ist sehr schwer für uns, uns in dieser Szene durchzusetzen als einzige schwarze Frau. Und war sehr schwer für uns. Und dann gucke ich diese zwei fucking Terry Crews Stunt-Double an mit so Bizeps wie so drei Oberschenkel von vier Whiteys. Siehst du, wie die so diesen Schläger so in die Hand nehmen? So, du siehst so, da kommen so Flammen hinter dem Ball. Und jede von diesen kleinen Whiteys wird so weggeklatscht. Immer die Schulter so ausgekugelt, weil die so festhalten wollen. So hart überlegen. So richtig so Mike Tyson. Aber die kamen in der Zeit rein. Da war, weißt du, wer da Nummer 1 war? Martina Hingis, Schweizerin. Und da gab es noch eine, Shevchenko, die immer so gestöhnt hat bei den Schlägen. Es gab noch eine, so eine Ukrainerin. Ach so. Ja, aber die waren, war die mal Nummer 1? Ich glaube nicht mal. Aber jedenfalls Hingis, muss ich vorstellen, 1,60 gefühlt, weißt du, klein, schmächtig. Und dann kommt so eine Serena Williams, wo selbst ich so... Es war sehr schwer für mich, mich hier durchzusetzen. Dicker, das war hart, Alter. Als der Vater da so heult, es war so schwer. Meine Tochter. Bro! Deine Tochter hat die Männer weggeklatscht, Alter. Literally weggeklatscht. Der Vater konnte nicht mit den Töchtern mithalten. Serena Williams, googelt die mal. Shit. Weißt du, voll die bekannte Sportlerin. Googelt die mal. Kennt jeder, Alter. Aber wie jämmerlich sie jede einzelne von diesen kleinen Girls mit so Lacoste-Stirnband, gehen die da so hin? Du siehst so Serena Williams. Let's do this. Bam, aber die ist echt, bam, ich finde die gut. Aber es ist echt so, das, was du eben gesagt hast, mit dem Stöhnen, Alter, das ist so witzig. Meine Eltern sind beide mega Tennis-affin. Meine Eltern zu Hause, die spielen auch beide Tennis, läuft immer Tennis. Immer. Und bei Männer-Tennis hörst du höchstens mal so einen Schweißtropfen, bei den Frauen immer. Ja, aber Männer stöhnen auch. Es kommt aber nicht so extrem, aber nicht so extrem. Ich zeig dir ein paar Männer. Es gibt, also bei den Männern, es gibt schon ein paar, das stimmt. Aber weißt du, es gibt Männer, die stöhnen nicht. Also ich sag dir, 90% stöhnen. Also zum Beispiel Federer stöhnt nicht. Von dem hast du gar nichts. Der ist Silent Disco. Aber Djokovic ist richtig laut. Nadal auch. Ja, der schreit Nadal ist auch richtig laut. Der schreit auch mal rum, ja. Aber bei jedem Schlag, aber so. Das ist wie beim Boxen. Es gibt ja auch Boxer, die schreien immer so, ho, 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 was hart dumm ist. Weil beim Schlag? Beim Schlag, es gibt zum Beispiel... Aber lustig, wie passiert das? Das ja, ist wenn du zum Beispiel Mike Tyson hörst. Ja. Mike Tyson, wenn du ihn schlagen hörst, hörst du mir das... Das heißt, die atmen aus, wenn der Schlag kommt. Und andere sind einfach ruhig. Die machen keinen Schläger. Oder du hörst das nicht so durch die Nase. Dann hörst du andere, die schreien die ganze Zeit, was natürlich hart dumm ist, weil dein Schrei meistens vor dem Schlag kommt. Dann weißt du andere... Dann weißt du, jetzt ducken, gekontert, hat sich ausgeschrien, du Banner. Ja, und Tennis ist das so ein Profi-Ding, weil ich habe selbst Tennis gespielt und ich war auf 1 Million Tennisplätze. Und ich finde, so im Amateurbereich, und ich kenne da auch echt gute, da schreien die meisten nicht. Das ist so ein Profi-Ding. Im Fernsehen, diese A-Lister, da hörst du voll viel. Als wäre das so ein Teil von der Show, das auch mit rauszulassen, weißt du? Oder zur Einschüchterung, ich weiß nicht. Aber ich glaube auch, uns wäre es unangenehm, weil wir ja keine Profis sind. Weil guck mal, du spielst irgendwo auf dem Hinterplatz und dann ist es auch unangenehm, wenn du so wie so ein Idiot schreist. Ja, vor allem, wenn du schreist und der Ball kommt gerade noch so übers Netz. Ja, weil beim Profis so, du denkst dir so, ja, okay, jetzt gehört's zum Job. Bei uns denkst du, ey, was ist los mit dir? Wo spielst du hier gerade? Auf Murmeln. Aber ich find's legendär mit diesem Handicap, dass die Tennis schon spielen, zum Beispiel beim Basketball, ne? Die sind ja immer drinnen. Warum sind die drin? Damit die Voraussetzungen sich nicht ändern während des Spiels. Zum Beispiel der Ball darf nicht irgendwie Staub fangen, damit der Grip sich an den Händen nicht verändert, damit deine Wurftechnik sich nicht verändert wird. Deswegen Streetball, so Rattenpisse. Deswegen siehst du die NBA-Spieler, wie die jedes Mal, wenn der kleinste Staub ist, machen die das wieder weg. Und dieser Ball an sich verliert ja auch seinen Grip, weil der sich mit Staub aufsammelt. Deswegen sind die immer in der Halle. Und dass die dann beim Tennis so Sand dazu streuen, oder so Kakerlaken, so 5 Ratten, so ein Feuerring. Ja, der Nadal ist der Beste. Du kannst ja die Bedingungen so lange für dich anpassen, weil du ja der Erste bist, der unter diesen Bedingungen trainiert, ja, dass so, du dann sagst, man. Ich bin ungeschlagen, ein Obdachloser, der mich vernascht von hinten. Ein Quidditch, Alter. Feuerringe. Auf, weil alle, wie er das so gesagt hat, Nadal war der Beste im Rasen und Sand und Fisch, der links liegt. Ja, aber das gab's ja schon. Ach so.
Aber weißt du, wie ich das viel krasser finde? Wird das neu gemacht. Aber weißt du, wie ich das viel krasser finde? Beim Skifahren, wie unfair das ist. Weil die Bedingungen Piste ändern sich andauernd. Ändern sich so schnell, weil zum Beispiel, du fängst morgens an, du bist der Erste, ja, vereist. Der andere ist so, Puderschnee, ja, komm mal, Bruder. Das macht so viel aus. Bei Skispringen auch. Skispringen auch, ey. Ja, wenn du krass Rückenwind hast, es gab doch mal diesen Rekord von diesem Ammann, glaube ich, dieser Schweizer bei Olympia, ist so übertrieben weit geflogen, hatte so krass Rückenwind. Dann haben die gesagt, ah, er muss andere Ski anziehen, weil er ging immer zu weit. Dann muss die so, er muss oder weiter unten starten. Er geht zu weit, ist zu gefährlich. Am krassesten sind Skisprungunfälle. Da habe ich einmal so einen Japaner gesehen, ungelogen. Ich glaube, der hieß Iko oder Kido, eins von beiden. Tippt einfach ein, japanischer. Ich bin Iko oder Diko, wie japanischer Skispringer Sturz. Der hat wirklich den Weltrekord, ungelogen, bis zum heutigen Tag gehalten. Aber, war sein letzter Rekord. Ist er da gestorben? Ja, er ist gestorben. Der ist geflogen, sofort nach vorne hin umgekippt und die haben weitergemessen. Die Japaner waren so, komm, Alter. Mit Kamikaze kennen wir uns aus. So. Lass ihn weiterfliegen. Sollen wir ihm helfen? Nein, 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 das wird ein Weltrekord. Warum sollen wir ihm helfen? Was ist denn? Wie willst du ihm helfen da? Als ob man so viel Zeit hätte zu überlegen. Ja, warum auch wollen wir ihm helfen? Ja, allein die Fragestellung finde ich geil. Niemals. Sollen wir ihn da runterholen? Es bringt eh nichts mehr. So eine Drohne, die ihn abschießt aus der Luft. Ey, Skispringen wäre der letzte Sport, den ich machen würde. Könnte ich nicht machen. Echt nicht? Skispringen hätte ich so Schiss vor. Vor allem, du musst das so klein üben. Ja, ich hätte es mal gesehen, wie die das üben. Und also wirklich so eine kleine Chance, dann wird es immer größer. Aber diese große Chance, nein, ey. Tatsächlich würde ich mich da anschließen. Nein. Ich habe das früher immer geguckt. Die sitzen da immer, und du siehst unten immer diesen Wind. Und dann sagen die innerhalb von 20 Sekunden, ob du springen sollst oder nicht. Die dann so, Wind ist gästlich. Spring, spring, spring. Oh, das ist nicht mehr gästlich. Ja, aber jetzt springt er hier. Nach diesem Prof. Immer gucken, wie er sagt. Ja, lieber so ein Nischensport, wo du der Beste bist. Hier, wie hieß der Typ nochmal? Dieser Hackelschorsch oder so mit seinem, hieß der so? Welcher Hackelschorsch? Hier, wie heißt das nochmal? Rodeln oder so? Rodeln? Wo du einfach in so einem Bob drin sitzt. Bob. Ist der nicht Hackelschorsch oder so? Ich weiß dieser beste Typ aller Zeiten. Aber was Bobfahren? Bobfahren ist ja nicht so krass Nische. Also schon Nische, aber nicht so krass. Der erfolgreichste aller Zeiten. Du musst noch mehr Nische. Sowas wie... Du musst eine Sportart neu erfinden. Das mit dem Tennis, während du... Hackelschorsch. Georg Hackel. Genannt Hackelschorsch. Ist... Das klingt wie so ein Straftäter. Das ist wahrscheinlich sogar ein Straftäter. Ehemaliger deutscher Rennrodler. Drei olympische Gold, Silbermedaillen, Weltmeister, alles. Der hat wirklich alles. Das war, glaube ich, der beste aller Zeiten. Hackelschorsch. Der sieht auch aus wie ein Hackelschorsch. Kann ich mal sehen? Einfach Ted Bundy, sein Vater, Alter. Ey, voll die Legende, dass ihr den nicht kennt. Der hat doch für Deutschland alles gewonnen. Ja, man hat gesehen, was für eine Legende. Ist schon klar, dass hier zwei Nicht-Deutsche sitzen. Hackelschorsch. Olympia und so. Habt ihr nie geguckt? Ja, aber doch nicht Deutschland. Das sehe ich doch nicht. Ich bin Rennrodler. Nur die Schweizer. Rennrodler. Vor allem krass. Vor allem, das ist der einzige Rennrodler der Welt, den man kennt, gefühlt. Ja, kennst du den Peter Neumurer? Der war auch... Natürlich. Das war der Schweizer. Kennst du den Peter McClöty? Der ist eine richtige Legende. Ich hab von den beiden ein Poster im Zimmer, wo sie zu zweit in der Bravo sind. Vor allem, wie ich lachen muss, ob ich einen Namen finde. Ja, wie ich direkt hier so kratzt. Du bist ja der schlechteste Lügner ever. Natürlich war der erfunden. Wer sich hier direkt gekratzt hat, ich so, okay, ich muss... Deiner hätte noch sein können, das war so ein bisschen aus Neurohrer und... Ja, ich fand den Namen immer nicht so schlecht. Vor allem... Das klingt wie Peter Neurohrer, was du gesagt hast. Und den kennen wir alle, den Fußballtrainer. Ja, dieser Bochum Johnson, der so 8 Meter Werbung um den Hals hat. So eine Kette aus Werbung. Taxofit. Vor allem, wie er so tut, als wäre er vor die Legende, ihn aber halbe Stunde googeln muss. Könnt ihr nicht den Flöten Willy? Der ist richtig bekannt. City is in B. Ich wusste nur den Namen, dass der was mit Rodeln gemacht hat. Nein, aber lieber mache ich das mit dem Tennis und hau so viele Handicaps ein, bis ich der Erste bin, der das macht. Habt ihr schon mit Kakerlaken geworfen? Ja, aber geworfen? Hör mal zu. Weißt du, du labest hier so. Du wirst trotzdem weggemacht werden. Die können trotzdem noch Tennis spielen. Auf Murmeln, du gegen Nadal, du verlierst trotzdem. Ich mach's im Wasser. Warum? Wenn ich aufschlage, gewinne ich. Wie? Ich muss ja die ganze Zeit nur aufschlagen. Beim Tennis ist ja, wenn du den Punkt machst, dann gewinnst du ja. Ey, Bruder, du hast noch nie Tennis geguckt, oder? Nie. Wie schon klar, dass du den Ball irgendwann wieder abgeben musst. Was? Warte mal ganz kurz. Das ist doch, wenn ich einen Punkt mache, dann darf ich nochmal. Und nochmal. Solange bis er einen Punkt macht, dann fängt er an. Nein, du meinst Volleyball. Du meinst Volleyball. Ach so, darf er irgendwann aufschlagen? Ja. Dann fick ich alles, was ich gesagt habe. Volleyball. Nee, mit der Regeländerung. Spiel das Neue, wo ich im Wasser bin, aber immer nur der Gewinner weiter aufschlägt. Also du ändest auch die Regeln. Muss alles ändern. Das heißt, im Endeffekt hat er einen neuen Sport erfunden. Das Einzige, was vom Tennis da bleibt, ist der Aufschlag, den er die ganze Zeit hat. Und du musst geimpft sein, dann kannst du richtig diesen Typen herausfordern aus Serbien. Dann gewinnst du gegen Djokovic. Das wäre ein gutes Ende, Alter. Dann habe ich direkt gewonnen. Hatte keine Chance. Was hat Tennis nur noch für Geimpfte? Leute. So, bevor ich aufschlage, bist du geimpft? Sitten on a top four, Minis. Direkt morgen am serbischen Attentat gestorben, Alter. Ja, Leute, es war mit Vitamin X. Sehr gefreut.